So, hallo an alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und diese Folge nehme ich jetzt genau im Anschluss an die letzte Folge auf. Und das muss noch sagen, ich muss mich jetzt hier nochmal entschuldigen dafür, dass die letzte Folge ein Stück kürzer war als normal. Aber es war einfach mein Fehler. Ich habe da ein bisschen falsch kalkuliert und deswegen war es dann kürzer. So. Und ich würde mal sagen, heute in der Folge machen wir ein bisschen mehr vom Storymäßigen. Und ich glaube, um die ganzen Fragezeichen und um das ganze Erkunden kann man sich dann auch in zum Beispiel irgendwelchen Streams oder Spezialfolgen oder sowas kümmern. Deswegen gehen wir jetzt hier in unseren Quest-Ordner. Die Scheiterhaufenstadt Begräbnis-Quest. Die ist hier vorne. Und da können wir doch... Warum habe ich mir dafür eine Markierung gesetzt? Das ist auch sowieso markiert. Na egal. Faster. Dann reiten wir mal kurz dahin. Ja, es sollte ja nicht allzu schwierig werden, dann mit dem Dude da nochmal zu sprechen. An den Wildhunden können wir vorbei. Wir haben eine bessere Ausdauer. Ja. Einfach geradeaus mit dem Pferd. Personen in Not. Das ist ein neues Event. Ah, das muss ich jetzt leider mal links liegen lassen. Denn wir haben ja noch hier die Quest abzuschließen. Da ist ja unser werter Freund. Hi. Well, Witcher, have you completed your task? Ich habe mich um die Gräber gekümmert. So, took care of the graves. Interesting, actually. One of the corpses proved to be quite, well, alive and pretty talkative. What do you mean? Fistech dealer. One of them survived. Had an awfully interesting story to tell. Intriguing. I would purchase this story from you. For all time. Exclusively. Nein. Dieser Dude vom Eternal Fire, der ist so fishy. Ne, ich bin nicht bestechlich. You can hire me, but you sure as hell can't buy me. Ah, an impasse. Then it will be cheapest to kill you. 3-on-1. Surely we'll manage, Witcher or not. Take him! Okay, was haben wir gerade? Iki? Warum ist der gefokust? Mann, ich hasse das mit diesem Nearest Target auswählen. Hör auf damit. Komm, pfeif uns mal hier eine Schwalbe rein. Und der ist am nächsten dran. So, jetzt fehlt noch der letzte. Komm. Tänzchen gefällig. Zack, zack, zack. Und down. Oh. Den hat's richtig zerfetzt. Ja, gut. Das wäre jetzt hier diese Quest. Quest abgeschlossen. Was hat denn der für mich? Ein Streitkolben und 200 Kronen? Oh. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt. Jetzt die neue Quest. Die Nilfgaardische Verbindung ist ein bisschen weit entfernt. Da hinten. Dann würde ich mal denken, nee, lieber nicht. Wir machen dann hier, gucken nach anderen Quests. Keine Hauptquests, sondern Nebenquests. Zum Beispiel Wildes Herz. Den können wir machen, der ist noch weiter entfernt. Dammit! Hm.
Das ist jetzt aber richtig frech. Naja. Dann müssen wir uns wohl oder übel auf den Weg dahin machen. Pferd. Komm her, wir haben eine etwas längere Reise vor uns. Wie komme ich hier mit dem Pferd raus? Mit dem Pferd wahrscheinlich gar nicht. Deswegen gehen wir ein Stück weg und rufen dann das Pferd. So, da kommt es. Hi, hast du auch geschafft, zwischen den ganzen Pfosten da herauszukommen? Ja, gute Leistung. Naja. 1200 Schritt. Oh, da hat jemand gerade ein Schwert gezogen. Und ich war es nicht. Naja. Was soll mich das stören? Ich bin doch nur ein Hexe. So, gucken wir mal. Aber wir machen einfach geradeaus durch. Auch an dem Bär vorbei. Ich dachte eben, was kommt denn da für so ein komischer schwarzer Schatten auf mich zu? Ja. War ein Bär. Hier ist die Furt oder Brückenübergang, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann sind wir hier wieder in dem Tavernending am Scheideweg, wo ich schon festgestellt habe, dass mir dieses Örtchen nicht gefällt. So. Aber die Hälfte des Weges haben wir ja schon mal fast. Da wird die andere Hälfte auch nicht mehr so schlimm. Hier waren eben ein paar viele Dudes am Wegesrand. Naja. Und hier ist jetzt dieser... sieht aus wie ein Kloster oder sowas. Naja. Aber wir wollen jetzt erstmal hier die Nebenquest Wildes Herz anfangen, machen, fertig machen, was auch immer, wie man es nennen möchte. Ich weiß nämlich nicht, wie weit wir mit dieser Quest kommen werden. Und der Regen möge bitte aufhören. Wählen Schwarzzweig. Aha, ein neues kleines Dörfchen. Und hier ist ein Händler. Schön, dass es hier Händler gibt. Wachen des Barons. Der Baron ist nicht so der freundlichste Dude. Okay, hier ist dann der Händler drin. Gucken wir mal hier ins Haus rein. Oh, hier ist viel Stuff. Eine Schweinehaut, ein Fell eines weißen Wolfes, Pferdehaut, Calcium Equum. Was wird aus Temerien? Naja, was wird aus Temerien brauche ich nicht. Das Exemplar habe ich schon mal. Hier ist noch eine Truhe. An das Link Adelslinien des Nordens. Ei. Das habe ich aber auch schon. So, neues Dorf. Immer mal ein bisschen hier rumgucken, was es hier so gibt. Zum Beispiel ein Schmied. Oder ein Stahlbarren. Eine Frau, die eine Vieh rupft. So, hier ist der Rüstungsschmied. Oder vielmehr der Waffenschmied. Aber wir gucken mal hier jetzt nach anderen Dingen. Denn hier langsam wird unser Oberkörper blöde. Den können wir langsam mal auch himmeln. Also schön wegwerfen. Ich wollte hier nach dem Handwerk gucken, genau. Breitkopfbolzen, nein. Wollte ich nicht. Ich möchte zu den Rüstungen gehen. Da brauche ich nicht die ganzen Tabs offen. Also kann der zu. Hier, genau, Oberkörper. Zidarischer Gambeson.
Nee, der sieht doof aus. Ich wollte hier die Kriegerlederjacke machen. Auch wenn das Ding besser ist. Oder ich warte einfach noch, bis ich Stufe 5 bin. Und mache dann das Ding. Ja, da muss ich mich kurz strecken. Weil plus 34 Rüstung und das kann ich schon ziemlich bald tragen. Also hierfür brauche ich noch Zwirn und Draht. Jetzt müssen wir mal bei den Handwerkszutaten gucken. Zwirn und Draht. Zwirn und Draht. Draht habe ich nicht. Zwirn. Was fehlt mir? Baumwolle. Nö. Also gehen wir vor zum Händler. Mal gucken, ob der Zwirn und Draht hat. Wo war denn der? Hier. Ja. So, der Liebe. Nein. Kaufen. Buy in or just peruse in. Ah, mit dem kann man dann auch noch Gewinn spielen. Show me what you've got on offer. Der hat ja nix. Eine Fackel und eine Adalberts Kermits erste Karte. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Für 15 Gold. Das ist meins. Sofort. Und diese blöde Low, der hat nix. So long. So, das ist mir jetzt komplett egal, was das war. Ich möchte wissen. Hier, eine glückliche Wendung, die Schatzsuche. Ach nein, das war das andere. Wo ist denn dieses komische... Das will ich haben. So, genau. Adalberts Kermits erste Karte. Als ich Studien unter der Anleitung von Professor Slavko Atimstein durchführte, stieß ich auf vier Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit den Piktogrammen, die wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie auf dieser Karte eingezeichnet. Ah, schön. Okay, ich muss den Hinweisen auf dieser Karte folgen, um die Hexerausrüstung zu finden. Schön. Sehe ich jetzt aber richtig, dass mir das nicht in den Quests angezeigt wird? Ja. Das ist natürlich schade. Doch. Jetzt. Schatzsuche Katzenschulenausrüstung. Und hier habe ich auch die Schemas zur Verbesserung der Katzenschulenausrüstung. Aber die Katzenschulenausrüstung ist Stufe 17. Ah, doof. Naja, dann machen wir mal das, weswegen wir hierher gekommen sind. Wir... Looking for a hunter named Neelan. Genau. Found him. What do you want? Deine Frau ist verschwunden. Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, found no sign of her. Wir brauchen erstmal ein paar mehr Informationen von ihm. Also hier. Notice anything strange? Maybe her behavior? No. She were her happy, smiling self. Nothing different at late. She's not run off, if that's what you're asking. Na dann müssen wir wohl ohne irgendwelche Entschuldigung. Bestimmten Informationen dieses hier fragen. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No. My sister were never gone this long before. Tried looking for her?
Asked around the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some menfolk to scour the woods. Nothing. Na dann, wir sind mal. Heute sind wir mal ein freundlicher Hexer und der Mann im Hintergrund läuft ein bisschen so, als ob ihm gerade irgendwas hart in die Beine, zwischen die Beine gebissen hätte. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around too. She have any friends? Hanneket keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's youngins at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. So, dann fragen wir mal nach diese Nachbarn. Hier einmal die... Diese eine da, die da die Hühner rupft. Die rupft so hart, dass die Federn richtig fliegen. Aber das muss so. Glenna? Aye. But gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. Na, das da wollen wir lieber nicht. Ach, sie wollen nicht so einen Kommentar abgeben, denn ich bezweifle, dass sie, dass unsere werte Glenna da so stark davon begeistert wird. Deswegen. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times. We talk. She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No. A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Mhm. Ah. Thanks. Farewell. Offensichtlich doch nicht ganz so begeistert von der lieben Hannah. Used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Ah, so, Entschuldigung, da muss ich eben niesen. Der schon in der letzten Folge angekündigte. Aber wir wollen im Moment keine Waffen, sondern wir wollen über Hannah sprechen. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy, and we ought to eat them. I saw her go to the forest, with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. Mhm. Aber die haben was hier von der Frau gesagt. Also von einer, die noch mit Hannah gegangen ist. Deswegen müssen wir mal wohl weiterfragen. Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Aha, also nichts Besonderes. Farewell. Thanks. Farewell. Nice pendant you got. So, na dann. Durch die Quest Wildes Herz. Wo ist mein Pferd? Da ist Blitze. Hi. Come on, Roach. So, und immer noch den Greifenkopf an der Seite. Naja, dann geht es wohl in den Wald. Ein schöner Wald. Ein schön gewundener kleiner Trampelpfad, dem unser Hexer da zu einer Hütte folgt. Diese Hütte... Oh, irgendjemand Alchemistisches? Ich hätte jetzt fast gesagt, die Hütte allerdings liegen lässt, aber nein. Wie abgeschlossen Schlüssel benötigt. Das ist ja frech.
Vielleicht ist die... ist irgendwie diese Alchemistin oder der Alchemist. Oder vielleicht ist es eine Alchemistin, die dann mit Hannah da weggegangen ist. Über den Friedhof. Hm. Da liegt noch jemand rum. Oh, geländegängiges Pferd. Und jetzt verlassen wir den Pfad und gehen in den Wald. So. Wir sind in unserem Gebiet, in unserem zu suchenden Gebiet angekommen. Da hinten sind die Wölfe. Ja, und wie sollten wir uns vielleicht erstmal kümmern? Oh, hi. Die haben mich noch nicht gefunden. Okay. Verdammt, daneben. Ihr sollt mich nicht flankieren, ihr Viecher. Danke sehr. Ja genau, meine Rede. Komm hier, Bastard. Und jetzt aber brennt, ihr kleinen Drecksviecher. So, einer weg. Und schnell wegrollen, wegrollen. Wegrollen. Igni ist wieder bereit. Damit der es fressen kann. Hier ist noch einer. Noch mehr. Zack. So, alle weg. Hm. Das ging gut. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Neilan's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neilan ought to accept his loss. Move on with his life. Hmm. Es ist doch ein bisschen komisch, dass die Schwester, ja, sich nicht um ihre Schwester kümmert. Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister back. And Neilan's all I got left. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. The man deserves better. Hm. Nee, ich will Hannah trotzdem finden, denn ich bin jetzt neugierig, was mit ihr passiert ist. Und du sollst aufhören, die ganze Zeit auf die Tastatur umzuswitchen. Ich drücke überhaupt keine Knöpfe. Sondern nur auf dem Controller. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you, Witchers. You're heartless beasts. Da ist jemand salty. Tja. Passiert wohl. Oh. Hm, no man did this. Leiche untersuchen. Hm. Cuts. Made with long claws. Flesh torn clear off. Okay. Interessante Informationen. This is getting interesting. Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Langsam wird es tatsächlich interessant. Hier noch ein bisschen Wolfsfell und Hundeteig. Und noch ein Wolfsfell. Und noch mehr Wolfsfelle. So, hier. Ein bisschen mehr Stuff noch finden. Hm. Ich sehe im Moment aber nichts. Hier? Na, nur irgendwelche blöden Pilze. Hier bin ich jetzt schon wieder aus dem Gebiet draußen. Hm.
Ne? Da ist noch ein bisschen wild. So, und hier sind wir dann wieder am Anfang. Hier ist doch rein gar nichts. Doch, da ist was Rotes. Aha. Smell of a rotting corpse. Blood spattered all around. Aha, doch was gefunden. Must be Anna. Torn to pieces, literally. Must be Anna. Torn to pieces, literally. Jo. Hier ist noch was. Noch mehr Gedapper. Gesabbergedöns. Dass ich das einfach komplett übersehen habe. Claw marks. Deep. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. Oh. Oh. Blood and paw marks. Wonder where they lead. Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Da hinten auf der Minimap sieht man das lustige. Die Lupe. Genau hier, da. Tuft of fur. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Tatsächlich. Jetzt ist das ganze Gedöns. Ah. Folge ich jetzt hier der Duftspur? Hier ist sie. Hier lang. Durch den Baum durch. Interessant. Schon wieder durch den Baum durch. Wie macht das Vieh das? Da hinten. Aber ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Deswegen folgen wir hier jetzt erstmal dem der Duftspur. Ich glaube, es ist doch das hier hinten. So. Da. Nächstes Mal. Man's clothes. Shredded, but no sign of blood. Who rips their own clothes off, leaves them in the woods? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Hier sind die ganzen Kleidungsfetzen. Noch looks mehr. Like a hunter's quarters. Neumarkierung, einsame Hütte. Ich kann nämlich sogar hinteleportieren. Oh. Schön. Bist du ein Bär? Ja, ein Bär. Von den Bären möchte ich aber noch das Spiel speichern. Denn der ist wahrscheinlich nicht ganz so begeistert von uns. Ich weiß nicht, ob... Okay, Level 6 Bär, den kriegen wir noch. So, und das letzte Mal auch. Mit Feuerschaden. Ach nee, das war nicht so gut gemacht von mir. So, aber hier zwischen den Bäumen kann er gar nicht mal so weit weg. Oh, du musst doch eigentlich komplett brennen, Mann. Ja, das Vieh ist schnell. Und hat ein bisschen länger anhaltende Angriffe als einmal kurz wegrollen. Igni. So. Brennen. Wir jetzt mal ein bisschen draufhauen. Wir haben ihm gut Schaden gemacht. Müssen aber wieder wegrennen. Gucken, wann er wieder angreift und dann wegrollen. Ja, das funktioniert tatsächlich gut und Igni ist wieder bereit. Brennen. Nein. Mann, meine Rüstung ist wieder kaputt. Au! Da war Igni ein klein Stückchen zu spät bereit. Aber jetzt. Das war der Bär.
So, hier haben wir dann alles. Ich muss das Lager des Werwolfs finden. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Und ich muss noch ein Reparaturset verwenden. Hier. Hallo? Jemand zu Hause? Machen wir die Tür erstmal wieder zu. Tür zu. Aha. So. Verschlossen. Schlüssel benötigen. Doof. Zettel. Notes. Wonder whose. Die lesen wir. Geheimnisvolle Notizen. Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen. Weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache. Sie mit Zähnen und Klauen zu erreißen, eine andere. Zumindest kann ich hier, tief im Wald, niemanden verletzen. Gütige Melitele, wache über alle, die zu nahe kommen. Das ist interessant. Oh. Der Jäger ist der Werwolf. Und hier habe ich jetzt ein Stück Draht gefunden. Schön. Und eine Armbrust. Und Schema-explosiver Bolzen. Und 50 Lederbänder. Oh. Ich glaube, die Lederbänder reichen dann erstmal für eine ganze Weile. Hier sind ja noch Ziegenhaut, Rehhaut, noch mehr Ziegenhaut. Eine zerbrochene Hake, ist ein bisschen Plunder, kann man verkaufen. Oh, Seide, wo hat der Seide her? Und ansonsten gibt es hier noch dieses Schränkchen, wo Draht drin ist. Warte, habe ich jetzt nicht genügend Draht? Oh nice, aber so ein explosiver Bolzen wäre jetzt schon nice. Und die benötigen alle eine höhere Stufe. Genau, die Kriegerlederjacke kann ich jetzt machen. Leder brauche ich und Lederstücke. Wenn ich das aber mache... Genau, Leder brauche ich dann. Und Zwirn. Schnur. Das heißt, ich müsste da noch irgendwo anders Leder herbekommen, damit ich dann hier dieses hier noch machen kann. Würde ich mal sagen, wir bleiben erstmal hier weiter mit unserer Low-Rüstung. Die schon fast komplett kaputt ist. Schon wieder ein Bär! Blood's just barely dried. He's dragged here. Wonder where from. Nein, wir kämpfen nicht mit den Fäusten gegen einen Bär. Ich weiß, Geralt ist zwar krass, aber nicht so krass. Oh, im richtigen Moment ausgewichen. Das kriegen wir nochmal hin. Guck, Bär. Aber erstmal brennst du. So, brennen mal ein bisschen weiter, bitte. Und hör auf, versuchen, ihn auf uns anzugreifen. Das kriegst du nämlich nicht hin hier. Ich bin Geralt, ich bin viel zu schnell für dich, Bitch. Hier, brenn. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich doch erwischt. So, guck mal, und da ist der Bär auch schon halb down. Du kannst mir nicht so imponieren. Das geht so nett. Warum juckt es den Bären gar nicht mal, wenn ich den so ein bisschen in... wenn ich ihn so stark anbrenne. Der Bär ist einfach zu krass. Der ist viel zu krass, ne? Das fühlt der Junge sich viel zu krass. Aber jetzt brennen. Noch lebt der Bär. Warum wollen wir den erschießen? Das wäre ja schon irgendwie lustig. Vielleicht bin ich jetzt aber auch viel zu überheblich.
machen ein bisschen zu wenig Schaden an ihm. Hm. Ich glaube, wir sollten ihn doch brennen. So. Da ist der Bär verbrannt. Warum spawnt hier immer wieder so ein Bär? Was ist denn das? Oh. Hier ist wohl der Stollen. Und da sind auch die Spuren. Na dann, meditieren wir noch eine Stunde. 16 Uhr. Ja gut, da sollte noch nicht kommen. Hier Blutspuren. Der sagt mir nichts dazu. Quest aktualisiert. Wildes Herz. Durchsuche das Versteck des Werwolfs. Aber ich bin ja freundlich und klopfe an. Jemand zu Hause? Nein. Okay, tatsächlich niemand da. Ja. Hier ist niemand. Nein, hier auch nicht. Warte auf den Einbruch der Dunkelheit. Nein, danke. Dafür, da rüste ich mich dann eher nochmal ein bisschen aus. So, was muss ich hier machen? Ah, das ist... Hier unter mir ist dann das Versteck des Werwolfs. Okay, da ist die Höhle. Dann haben wir schon einen Charakterbucheintrag zu Werwölfen. Hm. Bärenhunde. Bist du ein Hybrid? Nein. Nö. Noch keins. Na komm. Mehr als dass wir sterben können, passiert, kann auch nicht passieren. Wir sollten wahrscheinlich nicht das Zeichen Art benutzen. Sondern hier mal unser freundliches Quen. Unser tolles Schutzschild. Ich habe schon wieder die falsche Waffe gezogen. Hier, Silberschwert. Genau, hier durchsuche das Versteck des Werwolfs. Hier sind nämlich blöden Pilze. Hier hinten ist so ein Sack. Oh, Eisenerz. Und eine Truhe. Runensteine. Hm. Da ist noch eine Kiste. Was? Meteoriten-Silberplatte. Ui. Gibt's hier noch irgendwas zu suchen? Außer hier vielleicht irgendwelche komischen Pilze. Irgendwelche anderen komischen Pflanzen. Hier in irgendwelchen hinteren Ecken ist aber nichts mehr. Nein. Oh, die Kuh hätte ich fast übersehen. Hallo, tote Kuh. Hm, hier hinten war ich schon. Na dann, das zählt als durchsucht. Dann muss ich auf den... Warte auf den Einbruch der Dunkelheit. So, das mache ich aber... Außen hinter der Hütte. Weil ich keinen Bock habe, dann irgendwo da innen drinne von dem Vieh überrascht zu werden. Und ich stelle fest, das hier sieht richtig schön aus. Na gut. Also dann Meditation bis 20 Uhr. Das zählt noch nicht als dunkel.
Aber ein sehr schöner Sonnenuntergang. Jetzt ist dunkel. Hallo, ist dunkel. Ich habe auf den Einbruch der Dunkelheit gewartet. Muss ich dafür in der Höhle sein? Ja. Wölfe. Okay. Na dann. Ich will nochmal speichern. Ich bin im Moment ein bisschen nervös. Weil ich keinen Plan habe, wie sich jetzt der Werwolf auf uns auswirkt. Oder vielmehr, wie wir uns auf den Werwolf auswirken. Okay, er ist da. Da ist er! Hilfe! Oh, hab ich mich erschrocken. Und er hat Wölfe mitgebracht. Aua, 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 aua. Hier, Fokus. Nee, nicht den. Nicht diesen Wolf, falscher Wolf. Okay, Quen. Nein, zieh das Schwert. Und diese Wölfe zählen jetzt nicht mehr als irgendwelche anderen komischen Monster. Also nicht für ein Stahlschwert, sondern tatsächlich für das Silberschwert. So. Hallo. Kleines Tänzchen gefällig. Au, au. Boah, es ist schon wieder so epische Musik. Da, hier, es nützt nichts, sich in den Schatten zu verstecken, Wolf. Na komm, hau auf, ich warte. Ich warte. Ha, hier, ausgewichen, Bitch. Und gestochen. Können wir wegrollen. Der Dooley kann ja nix und ich kann wieder Quen einsetzen. Komm schon, hier, Quen. Mal kurz wegrollen, damit er mich nicht erwischt. Und wieder herrollen. Und mal ein bisschen wegkomboen. Oh, ich glaube, der war eben nicht ganz so begeistert davon. Wie, der Wichser kann sich regenerieren. Au. Hör auf damit. Au, das sieht schlecht für mich aus. Eben sah es noch gut aus, jetzt sieht es schlecht aus. Und der Junge hat nicht ganz so viel Fell. Der ist einfach wieder voll geheilt. Nein, hier ist eine Sackgasse, 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 Sackgasse. Raus damit, raus da, raus da, raus da. Wie soll ich dem denn zu viel Schaden machen, wenn er sich jedes Mal regeneriert? Es geht doch gar nicht. Ich muss ihn ja durchgängig hauen, damit der sich nicht wieder voll verheilt. Guck, und jetzt auch mein Schwert kaputt. Ne, vergiss es. Vergiss es. Das geht doch überhaupt nicht. Ja, hier, down. Okay. Wir stellen fest, wir sind viel zu low für das Vieh. So, also dann. Also Checkliste, bevor wir jetzt zum Werwolf gehen. Stufe 5 werden, damit wir dann den neuen Brustkörperschutz da nehmen können. Ja. Ne, die können wir mal ausmachen. Müssen wir dann mal hier mal kurz eine Hauptquest hier aktivieren, das da. So. Okay, dann gucken wir mal kurz im Inventar nach.
Handwerk. Gut. Ich könnte theoretisch noch eine Kriegerlederjacke machen. Aber dafür müsste ich dann hier mein Leder opfern. Und das habe ich ehrlich gesagt im Moment noch nicht ganz so viel Lust dazu. Also warte ich bis Stufe 5. Weniger als 300 EP. Mach dann hier die Rüstung. Und hier. Was ich dann auch nochmal machen muss, ist hier das Viper Silberschwert, weil das auch plus 35 Schaden bringt und damit müssen wir auf jeden Fall, sind wir dann auf jeden Fall besser gewappnet. Okay, das Viper Stahlschwert können wir schon machen. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein Silberbarren. Okay, also dann begeben wir uns auf die Suche nach einem Silberbarren. Und währenddessen leveln wir noch ein bisschen. Also looten und leveln. Looten und leveln. Ganz viel looten und leveln. Also dann, wir stellen fest, der Werwolf ist zu böse. Und nicht nur zu böse, sondern auch zu stark. Und der Turm sieht interessant aus. Verlassener Turm. Sogar eine Markierung. Und ich reite genau in die falsche Richtung. Oh. Jetzt zu dem Turm gehen wir noch nicht. Sondern wir machen uns hier schön weiter. Ah, falsch. Abgebogen, habe ich zu sehr auf den eigentlichen Bildschirm als auf die Minimap geachtet. Wölfe. Viele Wölfe. Renn durch! Renn durch! Einfach mitten durch Plötze. Das war knapp mit der Pferdepanik. Das war richtig knapp. So, wählen. Strange. Like dropping into a deep cellar on a hot day. The mist. Wow. Da sind Gegner. Das sieht mir nach sehr kalt aus. Und magisch. Also, Silberschwert. Pfeifen uns mal hier Quen rein. Tollwütiger Hund. Hunde haben Fell. Fell brennt. Boah, die machen schon noch ein bisschen mehr Schaden. So, aber zum Glück ist jetzt Igel gleich bereit. Und der ist weggebrannt. Wir machen einfach Schaden nur im Vorbeilaufen. Was ist denn das für ein Junge? Böser Junge. Renn! Aber warum ist es hier so kalt? Oh, Cutscene. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Aye. It's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir, if you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them.
I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed, then he begged. By the end, he could do naught but moan. Long the terrors, yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Die wilde Jagd. Okay. Also ich muss sagen, wenn ich hier die Reiter der wilden Jagd beschreiben müsste, mieseste badass motherfuckers of all time. Hi. Eine Servierplatte. Und Hendrik. Tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole somewhere nearby, hopefully. Oh. Ein Teppich. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Ja. Da war das Schlüsselloch. Ein versteckter Keller mit einer Leiter. Und Geralt benutzt die Leiter. Danke. Hier irgendwas zu holen? Ja. Ein Fläschchen. Vermisst? Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Interesting. Tatsächlich interessant. Gedöns auf dem Tisch und eine Truhe mit 102 Kronen. Das hat sich doch gelohnt. Aha. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Schöne Unter Überschriften. Missing and wanted.
Subject appeared in Skellige, also sighted in Novigrad. Appearance unchanged, ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Siri. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to Baron at Crow's Perch. Ah. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Das sollte alles sein. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron, and some witch. Damn. So. Das war eine interessante Wendung. Und wir kriegen hier überall neue Quests. Jedoch gucken wir jetzt. Nee, nicht jedoch. Wir gucken jetzt hier erstmal nach. Oho. Das ist Heart of Stone. Das lassen wir mal in Ruhe. Blutiger Baron. Begib dich zur Burg des Barons. Warte. Ist die Burg? Das da, genau. Das große Ding hier. Okay, oder aber Hexenjagd. Hier hinten. Hexenjagd ist Stufe 5 empfohlen, aber das bin ich sogar noch nicht. Deswegen gucken wir jetzt hier erstmal noch nach irgendwelchen Schatzsuchen. Genau, die unglückliche Wendung. Das ist das dann mit den... wie heißt das? Da. Mit den Level 10 Ertrunkenen. Oder Nebenquests. Das wilde Herz. Wo ich auch ein bisschen höher sein muss. Okay. Also dann. Leveln. Hexenjagd. Aber zuerst bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch mal in Form eines Daumen nach oben und einem Kommentar. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge The Witcher 3 wieder, die am Donnerstag kommen müsste. Also wenn das hier die Folge ist, die Dienstag kommt, dann kommt der nächste Donnerstag. Wenn es der Donnerstag kommt, dann ist es Samstag. Ich weiß nämlich im Moment selber nicht ganz, wann welche Folge jetzt kommen wird. Aber es müsste eigentlich die Dienstagsfolge sein. Nein, die Donnerstag. Genau, das hier ist die Donnerstagfolge und dann sehen wir uns Samstag wieder. So rum, genau. Ja, genug herumgeredet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.